So, herzlich willkommen in meinem Home-Cockpit. Ich mache mal kurz das Licht an, dann sieht man vielleicht das Cockpit an sich ein bisschen besser. Es sind ein paar Elemente von Sidec verbaut. Hier unten sieht man die Pedals, das normale York und zwei Thrust-Einheiten von selber hinzugefügt und selber gebaut, die normale Parking Brake. Das Panel hier ist alles in Eigenbau, das ist ein 23 Zoll 16:9 Flachbild, der diese drei Anzeigen hier macht. Hier oben ist ein VR Inside Combo Panel, die alte Version noch, selber umgebaut. Man sieht hier unten schön, da sind LEDs eingelassen, die zeigen mir, welcher Mode gerade aktiv ist. Das fehlt hier im Original absolut. Da habe ich eine eigene Software geschrieben, die eine LED-Output-Karte ansteuert und dann diese LEDs mir einfach zum Leuchten bringt. Wer genaueres wissen will, kann mich ja mal anschreiben. So, das Licht mache ich mal wieder aus, dann sieht man den Anflug besser. Wir befinden uns in westlicher Richtung über Innsbruck und fliegen ganz nah, wie man hier sieht, den Visual Approach auf die 08. Wir müssen ganz nah am Berg vorbei und werden dann gleich eindrehen. Wir sind in der Final Landing Configuration, 153 Knoten und bei DMI 14,1 zu OEJ drehen wir nach rechts ein, das wird jetzt gleich sein. Ist dann handgeflogen. Und dann gucken wir uns einfach mal an, wie der Approach auf Innsbruck auf meinem Beamer-System, das sind drei Beamer, zwei Rechner über WideView gekoppelt. Sehen wir uns mal an, wie das funktioniert. Das Wetter stimmt nicht hundertprozentig überein. Wie gesagt, die mittlere Anzeige ist der erste Rechner, der auch die ganzen anderen Bedienelemente mitsteuern muss. Und WideView macht die beiden Außenanzeigen. Das Wetter lässt sich leider im Flight Simulator 2004 da nicht so einfach synchronisieren. Ist relativ schwierig. So, wir drehen jetzt ein, handgeflogen, Sinkrate im Moment 900 Fuß, dass wir hier noch über den Berg drüber wegkommen. Dann werden wir sehen, wir sind relativ schwer, noch knappe 10 Tonnen Sprit an Bord. Die Runway kommt in Sicht. Da hinten auf dem rechten Beamer sehen wir sie, ein bisschen überdreht. Das korrigieren wir jetzt. Die Papis passen, zweimal rot, zweimal weiß. Autothrottle ist noch aktiv. Wie ihr gleich sehen werdet, ist der Anflug relativ weit rechts gesetzt. Das liegt einfach daran, dass ein gewisser Parallaxenfehler mit den Beamern in meiner runden Wand, vielleicht sieht man das, wenn ich das von hier so zeige, die Wand hat einen Knick. Nicht, weil ich die selber so gebaut habe, sondern weil der Raum rund ist. Es ist einfach auf die Wand projiziert. Und wenn man hier schön im Zentrum sitzt, sieht ihre Landebahn auch relativ gerade aus und trotzdem treffe ich sie immer am Ende relativ weit rechts. Da muss ich irgendwas nochmal ändern. So. Zwei weiß, zwei rot. Das passt gut. Wir sinken mit 700 Fuß. Jetzt sind wir ein bisschen zu hoch. Korrigieren, ja. Schön über die Autobahn. Throttle raus. Ja, das ist das, was ich meine. Wir setzen weit rechts auf. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit Autobrake 2 sind wir relativ spät dran auf dieser kurzen Bahn. Da muss ich manuell mit den Füßen noch ein bisschen nachhelfen. So, und dann müssen wir am Ende dann eben wenden. Wer Infos zu meinem Flight Simulator haben möchte oder vielleicht zu der Software, die die LEDs steuert, der sollte mir einfach mailen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.